Willkommen zurück bei Die Sportlehrer. Heute wollen wir uns mit der Bewegungsanalyse beschäftigen. Im Speziellen werden wir uns mit der Phasenstruktur bzw. der zeitlich-technischen Abfolge des Pritschens, also dem oberen Zuspiel im Volleyball, befassen. Wie viele wissen, ist das Pritschen eine essentielle Technik, um das Mannschaftsspiel Volleyball überhaupt erst zu realisieren. Für Fortgeschrittene ist das Pritschen zudem immens wichtig, um den Angriffsschlag optimal vorzubereiten. Das obere Zuspiel ist eine azyklische Bewegung, das heißt, dass das Bewegungsziel mit einer einmaligen Aktion erreicht wird. Somit lässt sich die Pritschbewegung in drei Phasen unterteilen. Die Vorbereitungsphase, die Hauptphase und die Endphase. Diese stehen in einem bestimmten zeitlichen Verhältnis zueinander, wobei die Qualität der vorhergehenden Phase die nachfolgende in ihrer Ausführungsgenauigkeit entscheidend beeinflusst. Schauen wir uns zunächst die einzelnen Phasen genauer an. Die Vorbereitungsphase. Die Funktion der Vorbereitungsphase liegt in der Schaffung bestmöglicher Voraussetzungen für eine Leistungsoptimierung in der Hauptphase. Das heißt, es wird in dieser Phase versucht, die leistungserforderlichen Arbeitswinkel der beteiligten Gelenke optimal einzunehmen, dass der Körper in einer Position gebracht wird, welche ihm einen optimalen Einsatz der Arbeits- und Leistungsmuskulatur erlaubt. Die Hauptphase. Die Funktion der Hauptphase stellt die Lösung der eigentlichen Bewegungsaufgabe dar. Das bedeutet, dass in dieser Phase die Leistungsbewegung ausgeführt wird. Dies kann zum Beispiel durch eine progressive Beschleunigung der Arme und Hände geschehen. Im Rumpf wird dabei ein Impuls über die starke Beinmuskulatur auf die eher schwächere Armmuskulatur übertragen. Die Endphase. Die Endphase einer Bewegung dient dem Ausklingen bzw. dem Ausschlingen einer Bewegung nach dem Wiedererlangen des Gleichgewichts. Das Ziel dieser Phase ist das Erreichen der Ausgangssituation und die Sicherung des Ergebnisses. Kommen wir nun zur zeitlichen Abfolge der Pritschbewegung. Wir haben uns für eine sechsteilige Bilderreihe entschieden, in welcher je zwei Bilder einer Bewegungsphase zugeordnet werden kann. Der Vorbereitungsphase können Bild 1 und 2 zugeordnet werden. Mit der vorgegebenen Arm- und Handhaltung befindet sich der Spieler in der sogenannten Erwartungshaltung. Wird der Ball für ein oberes Zuspiel wahrgenommen, bildet der Spieler ein sogenanntes kleines und großes Dreieck. Das kleine Dreieck wird mit dem Daumen und den Zeigefingern gebildet. Das große Dreieck wird mit Hilfe der auswärts gedrehten Ellbogen erzeugt. Das kleine Dreieck wird über die Stirn geführt und der Ball wird durch das kleine Dreieck antizipiert. Des Weiteren muss der Körperhaltung in der Vorbereitungsphase Aufmerksamkeit geschenkt werden. So wird der Körperschwerpunkt abgesenkt. Die Spieler sollten in einer leichten Schrittstellung stehen, wobei das Gewicht nach vorn in Richtung Fußballen verlagert wird. Jetzt hat der Spieler eine optimale Voraussetzung für die eigentliche Bewegungsaufgabe in der Hauptphase geschaffen. Zur Hauptphase zählen Bild 3 und 4 der Bilderreihe. Diese verdeutlichen die eigentliche Realisierung der Bewegungsaufgabe, nämlich das Spielen des Balles. Hier wird deutlich, was ich eingangs gesagt habe. Der eigentliche Impuls kommt aus den Beinen, den sogenannten Kinetoren, und werden über den Rumpf und den eher schwächeren Arm- und Handgelenken, den sogenannten Modulatoren, auf das Movendum, in unserem Fall den Volleyball, übertragen. Hier ist es besonders wichtig, dass eine Ganzkörperstreckung erfolgt, sodass der Ball nach vorn oben gespielt wird. Zu guter Letzt werden die Bilder 5 und 6 der Endphase zugeordnet.
Hierbei geht es um die Sicherung der Bewegungsaufgabe, in welcher der Gleichgewichtszustand sowie die Ausgangsstellung wiederhergestellt werden sollen. Bei allen schnellen Ballsportarten kann die Endphase auch als Durchgangsstadium für nachfolgende Bewegungshandlungen angesehen werden. Schauen wir uns nun die Bewegung im Fluss und anschließend in Zeitlupe an. Alles verstanden? Dann nimm dir kurz Zeit und schau dir die nachfolgenden Bilder an. Ordne sie in eine korrekte Reihenfolge. Du hast dafür 45 Sekunden Zeit. Und los geht's! So, alles geschafft? Dann wollen wir mal kontrollieren. Dann können wir D und A der Vorbereitungsphase zuordnen, C und F der Hauptphase und zu guter Letzt B und E der Endphase. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns. Ihr dürft unseren Kanal natürlich auch gerne weiterempfehlen, die typischen Wege kennt ihr ja. Für Kritik, Anregungen oder Nachfragen eurerseits stehen unsere Türen jederzeit offen. Schreibt uns einfach unter diesportlehrer@googlemail.com. Dann bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt, die Sportlehrer.